Vor über 1000 Jahren erhob sich an den Ufern des Irrawaddy eine Stadt von gigantischen Ausmaßen. Aus einem Meer von einfachen Holzhäusern ragten unzählige Tempel, Klöster und Pagoden hervor. Diese Pagoden sind die letzten Zeugen einer Metropole, die einst zum Mittelpunkt der buddhistischen Welt werden sollte. Man nannte die Stadt Arimathapura, das heutige Bagan. Andreas Pröwe hat sich mit seinem Freund Nagenda auf die Suche nach den Völkern Myanmars gemacht und dabei ein wundervolles Land entdeckt. Wenn die heiße Jahreszeit ihren Höhepunkt erreicht hat, wenn die Temperaturen unerträglich werden und jeder den ersten Regen herbeisehnt, wird in Myanmar das buddhistische Neujahr gefeiert. Dann ist Monsun für 4 Tage. Begleiten Sie Andreas Pröwe auf seiner abenteuerlichen Reise durch das goldene Land Myanmar.